Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir einen leckeren Limetten-Cheesecake mit der No-Bake-Variante. Das heißt, du musst nichts backen. Es geht sehr schnell. Bei den aktuellen Temperaturen ist es mir wichtig, nicht zu lange in der Küche zu stehen. Aber wenn du trotzdem ein leckeres Dessert haben willst, ist diese Torte hier perfekt. Ich mache einen Boden ohne zu backen. Dazu werden klassischerweise Kekse verwendet, die dann hier im Food-Prozess so klein gemacht werden. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe hier alte Kuchenabschnitte oder Biskuitabschnitte, habe ich mir getrocknet und die verwende ich gleich wieder. Falls du sowas nicht hast, dann einfach halt Kekse nehmen, die du gerne möchtest. Brauchen wir auch sehr viel bei uns in der Konditorei. Wenn es irgendwo Abschnitte gibt, das nennen wir Schraps. Da gibt es sehr viele Gebäcke, wo man das Ganze wieder einsetzen kann. Der Klassiker in der Schweiz ist die Studentenschnitte. Und wir haben den Luxus, dass wir in der Regel zu wenig Schraps haben. Ist eher selten in Bäckereien, ist bei uns aber so. Heißt sicher, dass wir nicht so viel Ausschuss haben. Hier hinten habe ich 100 Gramm Butter, die ich mir vom Flüssigmachen bin. Butter dazu, Deckel schließen und das Ding starten. Das war's schon. Das Ganze rausnehmen. In einen Tortenring kippen. Der ist bei mir auf 24 cm eingestellt. Und was ich hier noch drin habe, ist ein Torteneinsatzstreifen, damit ich die Torte dann auch schön ausformen kann. Verteile ich mir hier mal grob. Dann nehme ich mir so ein Glas mit einem flachen Boden und drücke das Ganze ganz schön an. Dann kommt auch schon die Füllung. Ich brauche 700 Gramm Frischkäse. Gebe ich mir gleich in die Küchenmaschine rein. Das mische ich mir gerne mit Magerquark, damit es ein bisschen leichter ist. Nicht nur Frischkäse nehmen, 600 Gramm Magerquark dazu. 90 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker, eine Prise Salz. Und hier habe ich noch 50 Gramm Limoncello, gleich mit dazu. Das Ganze einmal glatt rühren. Nächster Schritt, Limetten kommen natürlich auch rein. Drei Stück. Presse ich mir den Saft aus. Ich binde diese Torte hier nicht mit Gelatine, sondern mit Agar-Agar. Das ist die pflanzliche Variante. Wechsle ich auf meinem Kanal eigentlich immer ein bisschen ab, ob ich jetzt Gelatine verwende oder Agatine. Richtig gut auspressen. Saft gleich dazugeben. Noch einmal darunter ziehen. 150 Gramm Wasser. In einen Kochtopf. Hier habe ich 8 Gramm Agar-Agar mit dazu. Einmal durchrühren und da gehe ich jetzt auf den Kochherd, lasse mir das Ganze aufkochen. So wird das Ganze aktiviert, Agar-Agar, das koche ich mir auf, lasse sicher so eine Minute, zwei noch köcheln und dann gleich verarbeiten. Agar-Agar bindet bei 30 bis 45 Grad. Das heißt, ich muss das dann vorsichtig in die Masse geben und sofort weiterverarbeiten. Beim Cheesecake kann ich das gut einsetzen. Wenn ich jetzt eine Torte habe mit Sahne, dann wird es manchmal schwierig, das so warm zu verarbeiten. Dann fällt dir die Sahne zusammen. Agar-Agar ist ready, hier auf kleine Stufe stellen und hier langsam unter die Masse ziehen, so im Faden beigeben. Schauen, dass das Ganze gut verrührt ist, dann ist die Masse auch schon fertig. Reingießen. Wichtig ist einfach nicht mehr zu lange machen, Agar-Agar bindet sehr schnell. Noch ein bisschen klopfen, dass es gleichmäßig verteilt wird. Du kannst das Agar-Agar
auch zuerst mit etwa so einem Fünftel der Masse angleichen und dann alles zusammen beigeben. Das geht auch. Ich habe es jetzt im Faden beigegeben. Und jetzt die Torte nur noch kühl stellen. Ich mache das gerne im Tiefkühler. Falls du keinen Platz hast, einfach in den Kühlschrank stellen für etwa 4 bis 6 Stunden. Im Tiefkühler geht es etwa 2 Stunden. Es wird Zeit, den Cheesecake auszuformen. Folie entfernen. Torteneinsatzstreifen wandern gleich mit. Super schön. Schieben wir das Ganze auf eine Tortenplatte. Dann Deko. Etwas Limettenabrieb verteilen im Halbkreis. Dann verteile ich ein paar Limetten darauf. Etwas Minze für die Farbe. Und nochmal etwas Abrieb. Schneiden wir ein Stück raus. Knuspriger Boden, merke ich schon beim Einschneiden. Ziehen wir das Teil raus und guck mal, wie cremig das der ist. Unten der Boden, schön angedrückt. Auf einen Teller geben. Richtig lecker, erfrischender Cheesecake im Nu gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Schreib mir, was du als nächstes sehen willst. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.